Dankeschön. Irgendwas Gutes gefunden? So, wie wollen wir eigentlich jetzt weitergehen? Wollen wir denselben Weg nehmen wie neulich? Das heißt, bei Griff hier hoch. Unser lieber Assassinenfreund hat sich ja dünne gemacht. Da sehe ich aber was aufblitzen. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort wird Walöl nur noch rationiert abgegeben. Missachtung dieser Vorschrift ist strafbar. Das sind Weiner. Kommen wir da wieder hoch? Na, du willst mich wohl verkackeiern. Neulich ging das. Aha. Ich würde gerne mal da hinten reinschauen. Okay, das schaffen wir nicht. Keinesfalls, aber wir können da hoch. Okay, dann pirschen wir uns so darüber. Oh, da ist noch mal so ein Wachturm. Okay. Und da ist das Captain's Chair Hotel. Direkt auf der Hauptstraße, der Eingang. Wo wäre der normale Weg? Der wäre, ja gut, das nimmt sich irgendwie nicht ganz so viel. Aber bevor ich es vergesse. Okay, im Captain's Chair scheint eine Rune zu sein, ein Knochenartefakt, meine ich. Und da unten ist auch eins. Okay. Merken wir uns. Ich möchte zunächst mal darüber spähen. Hier war doch so eine Hinter. Gasse, durch die wir neulich mal gestolpert sind, als aus Versehen die Wachen diesen Unfall hatten mit den Walöltanks, oder war diese Gasse hier? Ich meine, die war da. Da möchte ich aber vorher noch den Turm da ausschalten, nicht, dass der uns erspäht. So, das alte Spiel. Wir teleportieren uns rauf. Warten wir mal kurz, bis er sich richtig dreht. Das sollte. Na? Du mach mich nicht schwach. So. Auf damit und Tank raus. Sehr schön. Gibt es hier viele Wachen? Ich sehe da einen. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. Okay, und da sind noch zwei, die sich wieder mit ihren Random-Sprüchen unterhalten. Achtung, Bürger von Dunwall. Dieser Bezirk steht ab sofort unter einer Wahlhöhlen-Ausgabesperre. Die Einhaltung So, vorsichtig. Oh. Ich hoffe, der läuft uns nicht nach. Nee, der verliert schon wieder das Interesse. Woher hat eine Pennerin wie du das Elixier? Oh. Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Ich will mir nicht die Seuche holen. Her damit! Nein, bitte! Nein, ich brauche es für meinen Jungen, damit er nicht krank wird. So, korrupte Stadtwachen bedrohen arme Frauen. Das können wir natürlich nicht zulassen. Danke, Sir. Vielen Dank. Sie haben mich gerettet. Wie kann ich Ihnen danken? Ich habe nichts. Moment, nehmen Sie dies. Das ist der Hintertürschlüssel zu Buntings Haus, dem Kunstcenter an der Hauptstraße. Ich Ah. habe für ihn gearbeitet, vor der Seuche. Er hat alle Diener entlassen, aber wohnt noch immer dort.
Vielleicht hofft er, etwas aus seinem Tresor verkaufen zu können. Ich weiß nicht, was dort noch ist, aber mehr kann ich nicht anbieten. Nehmen Sie ihn. Sehr schön. Okay, wir haben die Dame gerettet und jetzt den Schlüssel für das Haus des Kunsthändlers. Das ist doch nicht schlecht. Allerdings ohne, ja, den Code für seinen Tresor nützt uns das nicht viel. Das heißt, wir rennen da vorerst noch nicht ins Haus rein, sondern wir halten uns an den Plan und schauen erstmal, ob wir seinen Code bekommen können. Bevor ich es vergesse, die Rune. Genau. Die muss ja hier auch noch irgendwo sein. Allerdings möchte ich mich nicht unbedingt sehen lassen. Kommen wir da hoch? Kommen wir? Achtung, Bürger von Dunwall. Der Lord Regent hat eine strikte Wahlhöhe-Ratifizierung in diesem Bezirk angekündigt. Wer sich dem widersetzt, wird auf der Stelle verhaftet. Wo soll denn das Knochenartefakt sein? Ah, ich weiß schon, ich weiß schon. Okay, das holen wir später. Wir verpassen es nicht. Keine Angst. Schauen wir doch mal kurz, ob wir auch keine Wachen in der Nähe sind. Und dann schaue ich doch mal, ob ich irgendwie darüber beamen kann. Ohne gesehen zu werden, wäre fein. So. Sehr schön. Einmal rein hier und die Tür hinter uns zu. Bingo, das lief doch gut. Allerdings weiß ich nicht, was uns hier erwartet. Also bleiben wir doch mal hübsch vorsichtig. Da ist zu. Ah, da ist unser Artefakt. Albinos. Oh, das ist, glaube ich. Du begegnest öfters weißen Ratten. Ja, das ist dieses Spaß-Knochen-Artefakt, von dem ich neulich schon mal gesprochen habe. Ich weiß nicht wirklich, wozu es gut sein soll. Vielleicht hat es irgendeinen versteckten Grund, aber für mich hört sich das eher nach so einem optischen Spielchen an, was nicht wirklich was bringt. Oh, 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 sind das Ratten? Es sind, glaube ich, Ratten. Und es sind nicht wenige. Hallo, Rattis. Ich lege euch mal da eine Mine hin und lock euch mal an. Put, put, put. Was? Die werden davon nicht... Okay, schade. Na gut, wir haben genug getötet und der Rest verzieht sich. Ja, schade. Die Sprengmine löst scheinbar bei Ratten nicht aus. Schade. Müssen wir uns merken. Okay, da ist zu. Und bevor hier noch so eine böse Überraschung kommt, sind wir mal lieber vorsichtig. Aha, da geht's übers Dach. Da sollen wir ja laut Slackjaw hin. Dann gehen wir mal. Das sieht schon mal vielversprechend aus. Spiele auf deine Art verschiedene Optionen. Das kommt auch relativ spät, würde ich mal sagen. Die Umgebung, durch die du dich gleich bewegst, hält verschiedene Wege bereit, die unterschiedliche Herangehensweisen an deine Mission ermöglichen. Halte Ausschau nach Vorsprüngen, Rattentunneln, Wasserpassagen und Verstecken. So wollen wir tun. Wir haben auch unsere Beherrschung noch gar nicht probiert. Das könnten wir auch mal machen.
wenn es sich ergibt. Der Kunsthändler, noch 63 Meter. Die Golden Cat, ja, da oben thront sie, die goldene Katze. So. Schauen wir doch mal, nicht, dass hier noch irgendwo ein paar von diesen Assassinen im Dunkeln lauern. Da sind reichlich Wachen auf dem Dach unterwegs. Schauen wir mal kurz nach... oh ja, hier gibt's einiges. Eine Rune, noch eine Rune, ein Knochenartefakt. Da unten drin. Und die anderen scheinen in der Golden Cat zu sein. Hm. Schaffen wir es uns darüber zu teleportieren? Schaut nicht wirklich so aus. Oder? Nee, das sieht eher so aus, als würden wir uns den Hals brechen, wenn wir es versuchen. Dann gehen wir mal da runter. Okay, nicht mehr mitbekommen, über was die sich unterhalten haben. So. Da stehen wir schon mal nicht schlecht. Und irgendwo da drin war ja unsere Rune, das heißt... Oh, die ist da oben. Können wir da raufklettern? Natürlich nicht. Dann eben auf diese Art. Sehr schön. Wir sind noch gar keinem Outsider-Schrein begegnet, fällt mir auf. Der gibt doch normalerweise gerne so launische Kommentare ab, was wir gerade zu tun gedenken. Hier kann ich nichts öffnen. Ich glaube, ich würde gerne wieder auf das Dach da. Ja, da komme ich wieder hin, aber ich möchte noch ein Stückchen raus. So. Jetzt kommt mir die Teleportationsfähigkeit wieder sehr viel weiter vor als vorhin noch. Naja, sie ist in der Horizontalen sehr beschränkt. Also wir können uns nicht so hoch beamen wie weit, glaube ich. Oder umgekehrt. Ach, irgendwie so halt. Okay, wir sind schon nah dran. Jetzt fehlt noch ein Eingang. Den Kerl da unten lasse ich mal stehen. Kommen wir da rein? Nein, da ist zu. Vorsicht, da war doch irgendwo eine Wache. Ich sollte mal wieder speichern. Dankeschön. Da ist der Knilch und pinkelt da auf dem Balkon, wie es ausschaut. Das Elfenbeinzimmer? Nein, zu teuer. So. Oh, oh, oh. Ob das so klug war, den hier auszuschalten? Verdammt, da stehen welche, da stehen welche. Ich hoffe, der wird hier nicht gefunden. Ich würde mich gerne wieder da hochporten, wenn ich dürfte. Aber offenbar darf ich nicht. Na gut, dann gehe ich eben mal da rein. Und hoffe, dass wir nicht gleich gesehen werden. Alles ruhig. Wo ist Morgan hin? Unten im Keller. Im Dampfbad. Dort, wo er immer ist. Sie sind Zwillinge. Kannst du sie so auseinanderhalten? So mache ich das. Die Mädchen haben wohl andere Methoden. Ah, davon will ich nichts hören. Ja, ich kann's mir denken.
Okay, morgen wäre schon mal im Dampfbad, wenn wir es drauf anlegen würden. Aber ich möchte die Sache ja gerne Slackjaw überlassen. Da ist übrigens eine Rune. Sag mir doch nochmal, was du tust, wenn Slackjaw und die Jungs von der Border Street dich überfallen. Na gut, die Wachen haben sich getrennt. Und unser Kunstfreund. Die Pendleton sind hier. Du solltest auf deinem Posten sein. Na los, du solltest auf deinem Posten sein. Dafür kannst du entlassen werden. Unglaublich. Ich denke, du hast kaum etwas getrunken. Wach auf! Unser Kunstfreund ist da hinten drin. Ich sagte ihr doch, die Kinder nicht draußen. Ich sagte es. Hier sind alle ziemlich abgelenkt. Vielleicht können wir uns wirklich da durchbeamen. Jo, das ging. Tür hinter uns zu. Was macht der denn da? Endlich. Seit 20 Minuten musste ich so ausharren. Deine Schritte klingen etwas lauter. Hast du etwas zugenommen, Schätzchen? Hey. So wie letztes Mal, verstanden? Langsam. Und nur auf mein Kommando den Stromstoß aktivieren. Verstanden? Und das Stichwort heute Nacht ist, sagen wir, Rache. Hörst du's? Dann stopp. Einmal zu viel und du kannst dir eine neue Stelle suchen. Ein Lustkreis. Na gut, was tut man nicht alles für die Kunst? Oh, das war gut. Das habe ich verdient. Soll ich dir sagen, warum? Die Pendletons sind hier, nicht wahr? Fangen wir mit ihnen an. Ich habe sie betrogen, ihnen Tausende gestohlen. Du kleines Ferkelchen. Soll ich dir Tiernamen geben? Du bist skrupellos. Hör nicht auf. Ich sag dir alles. Das Erbe der Pendletons war mehrere hunderttausend wert. Hab ihnen gesagt, es sei nur Schrott. Du böses Erdferkel, du. Rache, Rache. Das war perfekt. Aber mehr vertrage ich heute Abend nicht. Ruf meine Diener. Wir sind fertig. Nö, wir haben doch gerade erst angefangen, Schätzelein. Wir sind fertig, hab ich gesagt. Rache, jetzt lass mich frei. Nee, keine Chance. Nochmal das Ganze. Was zum... Wer bist du? Was willst du? Tja, Kombination für den Tresor, würde ich sagen. Der Safe? Ja, natürlich. Die Kombination ist 696. Nimm alles, was du findest. Mein Herzschlag hat schon einmal ausgesetzt. 696. Ich glaube, wir könnten ihn jetzt tatsächlich töten, wenn wir nochmal ziehen. Aber wir lassen Opa hier seinen Spaß und versuchen, wieder rauszuschleichen und wohlgemerkt uns noch die Rune zu krallen. So, wenn gerade keine Wache in der Nähe ist, gehen wir uns wieder da hoch und wieder da lang. In diesen schönen Kriechtunnel.